Riesenmöglichkeit dafür Rosenheim. Boah, Glück dafür die Dresdner. Und jetzt die Möglichkeit im Konter. Jonas Schlenger kommt von der Strafbank wieder. Ja, und jetzt gibt es Strafe und Penalty. Penalty in Dresden. Ja, da haben die Rosenheimer nicht aufgepasst bei eigener Überzahl, dass der Jonas Schlenger aus der Kühlbox rauskommt. Schiedsrichter hat freigegeben. Schlenker über die rechte Seite. Oh. Aber gut pariert von Lukas Steinhauer. Und somit geht es hier mit einem 0:0 weiter. Jetzt Bojasinov. Jonas Schlenker mit macht's alleine. Und jetzt Abraham, Tor! Tor für Jonas, für die Dresdner Eislöwen durch Jonas Schlenker. Und damit sehen wir hier am heutigen Tag in der diesjährigen Saison das erste Tor zu Hause für die Dresdner Eislöwen. Ja, sehr schönes Tor gewesen, sehr schön nachgegangen von Dresden. Und vor allem von Jonas Schlenker. Ja, Steinhauer kann die Scheibe da nicht festhalten nach dem Schuss von Feodor Bojasinov. Und dann nutzt Jonas Schlenker den Abpraller. Die Gäste aus Rosenheim hier jetzt im letzten Drittel besser in der Partie. Jetzt Filin mit der Möglichkeit für Dresden. Dresden weiter im Scheibenbesitz, Filin vom Tor. Und jetzt das Tor! Yes. Gerade noch gesagt, Plastiklav Filin erhöht hier auf 2:0. Feodor Bojasinov steht hinterm Tor, passt direkt vor das Tor auf Filin und Filin verwandelt ihn. Ja, kaltschnäuzig, wartet da lange und hebt die Scheibe dann über Steinhauer in das Tor. Genau zum richtigen Zeitpunkt in meinen Augen. Ja. Jetzt McLeod. Und Tor! Tor für die Gäste, die hier Postwenden verkürzen. Sehr schöne Einsatzaktion von McLeod auch gewesen. Ja, so schnell geht's im Eishockey. Gerade freuen sich hier noch die heimischen Fans. Und fast im Gegenzug kommen die Rosenheimer hier
wieder ran, verkürzen auf 2:1. Campbell muss wieder abdrehen. Ja, suchen wieder Kramer. Jetzt Reed und Tor! Da hat das Duo zugeschlagen, genau deswegen hat Thomas Popisch die beiden verpflichtet. Campbell bedient Reed und Reed eiskalt. Ja, und Überzahltor. Überzahltor, ja. Man mag es kaum glauben. Mich wundert es auch. Die Dresdner erhöhen auf 3:1. Ja, und zum ersten Mal jetzt Leubel. Ah, schönes Tor. Das war wie aus dem Bilderbuch. David Valorani bedient da Tyler McNeely. Und die Star Bulls verkürzen auf 3:2. Das werden hier spannende letzte Minuten in Dresden. Die Rosenheimer haben sich noch nicht aufgegeben. Harrison Reed. Super freigespielt und Tor! Erneut schlagen die Dresdner Eislöwen Überzahl zu. Und wieder im Zusammenspiel Reed, Campbell und Max Campbell bedient diesmal David Rottmann, der hier das 4:2 macht. Schöner Spielzug hier der Dresdner Eislöwen. Die Riesenchance hier, den Deckel drauf zu machen, aber leichtfertig dahergeschenkt von Macholder. Die letzten beiden Spielminuten laufen hier und jetzt ist es Jonas Schlenker, der hier ins leere Tor trifft. 5:2 für die Dresdner Eislöwen. Das war jetzt hier die Entscheidung. Ja, Franz Stehr musste es probieren, hier nochmal in die Partie zurückzukommen. Hat sich frühzeitig dazu entschieden. Jonas Schlenker, zweifacher Torschütze am heutigen Nachmittag. Ja, und damit ist hier Schluss. Endstand am zweiten Spieltag in der DL2 zwischen den gastgebenden Dresdner Eislöwen und den Star Bulls aus Rosenheim. 5:2 über das ganze Spiel gesehen hinweg. Mehr als verdienter Sieg für die Dresdner. Die Rosenheimer im letzten Drittel aggressiver aus der Kabine rausgekommen. Aber die Dresdner hatten immer eine passende Antwort und gehen hier auch in der Höhe durchaus verdient als Sieger vom Eis. Die 3 Punkte bleiben in Dresden. Ja, den Rosenheimern viel Erfolg weiterhin. Wir sehen bzw. hören uns ja nochmal wieder. Den Rosenheimer Fans, die hier mit nach Dresden gereist sind, eine gute und sichere Heimfahrt. Ja, und wir hören uns dann bereits am Freitag wieder. Dann um 19.30 Uhr sind die Roten Teufel aus Bad Nauheim zu Gast. Und bis dahin wünsche ich noch einen schönen Abend heute und angenehme Tage. Bis Freitag. Bester Spieler auf Seite Rosenheim-Regelung ist gewinnen. Die 19, Wayne McLeod. Wenn er nicht hier ist, dann wäre es die für den anderen, der von dem jemand zum Tor warten. Kommt zu uns, kommt. Bester Spieler auf Seite 30. Wir sehen uns. Kommt noch weiter. Ich danke dir. Gehen wir die Runde.